Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 7. Wir wollen jetzt ein bisschen spielen mit Margaret Baker. Die will es nämlich wissen. Letztes Mal hat sie es uns gezeigt, aber dieses Mal werde ich mich hoffentlich besser zur Wehr setzen. Das ist total widerlich. Ihr werdet sehen, was gleich passiert. Ich glaube, hier unten kann ich erstmal nichts machen. Ich muss hochgehen. Nein! Werden wir nicht. Oh, du ekelhaftes Monster. Guckt euch mal an, was für lange Arme sie jetzt hat. Die ist zur ekelhaften Spinne mutiert. Und das sage ich, obwohl ich Spinnen mag. Also Insekten allgemein. Oh, da ist ja schon Brennstoff. Yes. Ist klar, wo. Margaret. Gonna get ya. Ah, da ist sie. Beim ekelhaften Unterleib. Oh Gott. Was, da war was. Brennstoff. Oh nein. Erstmal Heilung machen. Ich hab's schon gesehen. City Boy! Ah! You got nowhere to go now, boy! Ow! Einen ekelhaften Unterleib schieße ich dir weg. Oh mein Gott. Nein, ich habe die doch alle weggefackelt. Nein. Wird sie jetzt weg? Okay. Bändchen haben sich verzogen. Nicht, dass sie jetzt... Oh doch, sie setzt da wieder irgendwelche... Insektenviecher ab. Was machst du denn? Hallo? Warum geht die Waffenauswahl nicht weg? Immer schon auf den Arsch. Widerliches Stück. Oh nein, wo ist sie jetzt? Da setzt sie wieder einen ab, ne? So ein Insektenschwarm. Ja, ich dich auch nicht, Schätzchen. Glaubst du etwa das? Da ich jetzt heule wegen dir, wenn du mal nicht mehr bist. Oh oh. Pack dir den Arsch ab, Mädchen. Nein, nein, nein. Zum Geier? You fucking stay dead, okay? Ich hab sie erledigt! Wow, das war einfacher als gedacht. Das war einfacher als gedacht.
Ich hab die Laterne. Krass. Okay, ich hab's. Ich bin gerade ein bisschen begeistert, da der erste Versuch so schlecht war. Letzten Part. Und ich jetzt einfach mal ganz souverän die Alte weggebratzt hab, als wäre es nichts. Oh, ich heile mich lieber nochmal, wer weiß. Hab ja noch genug in der Kiste. Oh Mann, oh Mann. Ich bin ein bisschen verschwenderisch, das weiß ich. Aber hier liegt so viel Zeug rum. Immer wieder, wenn man einen Bosskampf hat. Es reicht eigentlich komplett gut, wenn man sich ein bisschen zurückhält mit dem Verschwenden von Sachen. Obwohl ich jetzt, wie gesagt, sehr verschwenderisch bin, aber vertraut mir. Ich habe noch so viel Heilung in der Kiste, 3 Stück. Also, beim letzten Mal, wenn ich es geschafft hätte, hätte ich halt wirklich alles verschwendet. Aber jetzt? Das war gut. Ich bin total überrascht von mir selbst. Aber, ja. Auch ich kann mich selbst manchmal überraschen. Weil hier gibt es übrigens noch was. Habe ich noch? Oh, es ist so gut, Leute. Die Alte ist zerfallen. Was? Wir finden... Ah! Ist dem alles weggebröselt, bitte? Ah, da ist ja auch noch was. Sehr gut. Hätte ich das mal früher gewusst mit der Kiste, ne? Ach, noch mehr Pillchen, genau. Noch mehr Psychotonikum. Ach hier, sieht mal einer an. Das war jetzt auch versperrt die ganze Zeit. Mhm. Ach, wie geil. Ja, cool, das war's. Jetzt kann ich mir eigentlich wunderbar Zugang zum 2. Stock verschaffen. Ist auch noch was. Oh! Oh, da ist auch noch was. Ist ja der Wahnsinn, was man hier alles findet. Wenn man nur mal die Augen offen, offen hält. Und auch da noch. What the shit? Ja, guck mal an. Und vier... Wow, 44er Magnum. Was ist da denn los? So, haben wir das. Das würde ich eigentlich gern gleich verwenden. Ich schätze einfach mal, es gibt noch mehr Platz später. Also man kann das Inventar noch weit, noch weiter ausbauen. So, komm erstmal das weg. Ah, wie viel habe ich jetzt? Wie viele Münzen? 6 Stück. Also noch 3 und ich kann mir die fette, fette Magnum holen. Hätte ich mir die Lebensenergie nicht geholt, hätte ich sie jetzt schon. Aber ehrlich gesagt ist mir so ein bisschen Lebensenergie lieber, als dass ich da fette Wumme mit mir rumschleppe, weil wir wissen ja, wie schnell es geht, dass man hier drauf geht. Ja, ich mache jetzt erstmal nur noch Granaten. Wer weiß, vielleicht ist es ja ganz sinnvoll, dass ich das mache. Was ist die Munition jetzt? Och nö. Ach, die Pillen habe ich ja noch da liegen, nicht die Munition. Yay, noch mehr Psychotoniken. Und jetzt können wir uns auch den 2. Stock des Hauses ansehen. Ich bin begeistert. Ich hoffe, sie ist wirklich tot jetzt und nicht nur... Ne? Ihr Mann ist ja auch noch ein Stück hier gelaufen, wie so ein Huhn, dem man den Kopf abgehackt hat. Nicht, dass das jetzt so ein Omen ist und alle wiederkehren, wenn man nur einen kleinen Teil von ihnen übrig lässt. Wieder was vergessen? Nö, ne? Ich habe keinen Dietrich, von daher... Mist eigentlich, ne? Hat man überhaupt genug Dietriche für das Spiel? Ich habe jetzt schon ein paar Sachen liegen lassen müssen. Also im Haupthaus gibt es ja auch noch diese eine Kiste. Naja. Mal sehen. Aber ich find's so gut, ne? Es ist so gut gemacht.
Kann mir jeder sagen, was er will. Es ist kein Resident Evil. Von mir aus, gerne. Ich sehe es jetzt auch nicht unbedingt als das klassische Resident Evil an, aber es ist so ein geniales Spiel. Es nimmt einen so mit. Die Atmo ist fantastisch. Also man ist halt voll drin irgendwie. Ich sag ja, wenn ich es jetzt in VR spiele, wahrscheinlich bin ich dann echt manchmal so fertig, dass ich da nicht mehr spielen kann. Ich meine, gut, ich kenne jetzt halt die Schocker so ein bisschen und ich weiß, wie die Kämpfe ablaufen, aber das Mittendrin-Gefühl ist natürlich wieder was Neues. Und ich weiß, dass man es leider nicht gut transportieren kann für YouTube. Ich wünschte, das ginge. Wer hat da auf dem Klavier gespielt? Gott, ich will es gar nicht wissen. Vielleicht die Oma. Das ist vielleicht ihre Kraft. Da. Ja! Wie wäre es einfach, hätte er die... Wie wäre es einfach, hätte er die Dings runtergezogen? Ach, da geht's ins Kinderzimmer. Kontaminierter Raum. Zimmer für Hausarrest. So, so. Bitte jetzt nicht die Lampe ausgehen lassen, ja? Ah, guck mal, ein Riesenstoffalligator. Wie gut, dass der nicht echt ist. Oh, Kinder, sowas. Mit prallenden Bällen, das ist... Immer findet Nemo. Was in der Art zumindest. Evelyn? Meine Familie. Die Schuhe, das sind noch immer dieselben. Oh Gott. Das ist doch verdammt unheimlich. Evelyn ist das Kind, ja? Wer ist dann Zoe? Das Schiff, das in zwei bricht. Ein Teddy. Dem läuft eine Suppe aus dem Mund. Vielleicht ist das nicht mal ein echter Teddy. Hier ist noch irgendwas. Schau mal, da ist noch was. Hier geht der Raum noch ein bisschen weiter. Oh nein, das sind doch bestimmt wieder molded, ne? Kontaminierter Raum, aber das war ja so die Spezialität von Mr. Baker. Ah! Wegen ihm waren die molded ja, glaube ich, da. Das. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Oh, komm schon. Oh, dich nicht. Nein. Stay away. Kind, was soll ich denn machen? Oh, Ball spielen? Hast du Lust? Guck mal hier. Hast du Lust? Ball spielen? Ja? Nein?
Was haben wir denn hier Schönes? Oha, hier ist eine Geheimtür. Oh. Das ist der Arm. Oh, das arme Kind, das lebt gar nicht mehr, oder? Scheiße. Oh. Boah, ist das... Alter! Ja, ich weiß, ich sag das oft. Alter. Ist aber so fucking gruselig hier alles. Ah! Geh weg! Oh nein! Oh. Oh nein. Oh, ich habe alles verschwendet gegen das Vieh. Ich hab's doch gewusst, hier kommen wieder ganz viele Molded, Mann. Nee. Nee, nee. Kein Bock auf euch. Tschüss. Mit denen gebe ich mich nicht wieder ab. Den Fehler habe ich schon zu oft gemacht. Ah! Ich gehe mal, Kinder. Ich mach kreuzweise, ohne Witz. Oh, komm schon, Zoe. Schreck mich nicht immer so. Ich hier, Nervenzusammenbruch, wenn es so weitergeht. Yeah. Yeah, I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here. Together. I'll be waiting for you in the trailer. Alright. Was ist mit Mia? Vielleicht will ich ja mit Mia hier raus, mit meiner Frau, wegen der ich überhaupt erst hergekommen bin. Hast du daran schon mal gedacht? Vielleicht hat sie das auch nicht. Und ich werde hier nur verarscht. Ich sag ja, ich werde die ganze Zeit wahrscheinlich nur verarscht von der. Ich glaube nicht daran, dass sie uns hier raushelfen wird. Nee, Quatsch. Da war der Eingang. Ja, sorry, aber mich nervt das Blut im Gesicht. Das ist jedes Mal so ekelhaft. Also von der Sicht her ist es wirklich, wirklich ekelhaft. Das muss nicht sein. Aber schön ist es. Schön. So, ich bin gespannt, ob Zoe wirklich existiert oder ob sie uns... Also als solche, ne? Zoe als solche, die uns nicht verarschen will. Ach, schon wieder Telefon. Das Jenseits gibt die Wahrheit preis oder so? Now where the hell are you? You know, never mind. We only need the head and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy! I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me.
and they're keeping each other company. Just let them both go. What do you need them for? That's family business, Ethan, and not your concern. Understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little, activity I've put together just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, come on now, don't be like that. You want to have some fun, don't you? Now, look in the fridge. Das wird schön jetzt. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Das heben wir uns auf für nächstes Mal, Leute. Ich danke euch erstmal sehr fürs Zusehen und wir sehen uns wieder zu Resident Evil 7. Bis zum nächsten Mal.